Das? Hab ein paar komplexe Berechnungen angestellt. Ein paar Zahlen extrapoliert. Simulationen durchgerechnet. Du meinst. Also, jetzt können wir einmal unsere Rüstung hier wieder anlegen. Oh ne, das hier war die Rüstung. Glaube ich, ja. Doch, müsste die Rüstung gewesen sein. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, sehr schön. Wir steigen sogar bald wieder auf. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Tränke brauen, Tränke, 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 Alchemie. Das können wir einmal herstellen. Ja, ihr seid ganz, ganz toll. Okay, nee, dafür ist es tatsächlich nicht raufgegangen. Ah, okay, wir dürfen die hier. Wir kriegen die hier. Ich wollte nämlich gerade sagen, das wäre sonst ein bisschen tricky, wenn wir sie nicht haben. So. Bring die Schranke zu Jennifer. Okay, Elixiere aber. Fertig. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklauextrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, hab ich schon mal gemacht. Eskel, mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Gerald? Setze die Ampullen in die Spender ein. So, ich werde nebenbei noch mal ein bisschen was essen. Fertig. Wenn ich an meinen Teller komme. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. Das arme Ding. Hat die Bärenklau gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Nein, aber es liegt alles im Rahmen. Jetzt das nächste Elixier. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Gerald, das nächste Elixier. Arme Ding. Oisi, Kevin. Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er. Eskel, es tut mir leid. Würdest dir was ausmachen? Lappen zu holen? Schon unterwegs.
Boah. Kann nicht glauben, was wir hier machen. Kotze aufwischen? Nein. Die Probe. Wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt? Aber natürlich. Wir haben nur keine andere Wahl. Jetzt nicht mehr. Aber wir waren zuvor. Wir hätten... Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Das kannst du doch wohl selber tun, oder? Geralt, vielleicht solltest du... Komm schon, Eskel. Ich beiße nicht. Mach's einfach. Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Hey, Yen, du döst ein. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man Schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Ich weiß nicht. Erzähl mir eine Geschichte. Habe ich dir jemals erzählt, dass Rittersporn mir ein Schwert gekauft hat? War das in Kerat? Nachdem wir uns... entschieden hatten, eine Pause zu machen, ja. Meine Schwerter waren verschwunden. Und Rittersporn bestand auf meiner Bewaffnung. Also kaufte er mir eine Waffe. Er kam strahlend zu mir. Echter Stahl aus Viroledo. Zu einem guten Preis, das war schon fast Diebstahl. Natürlich zerbrach die Klinge bei der ersten Parade. Er ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Phylakterium vor. Okay. Oh, Leute. Was macht ihr hier mit mir? Nun? Nein. Nein. Ich lass das nicht zu. Das macht sie besser. Geralt, die gelbe Flasche in meiner Tasche. Ruhe. Hör zu. Es scheint nicht Ciri zu sein. Aber vielleicht der Elfenmagier. Avalach. Du kennst ihn? Ja, ein Elf. Ein Elf. Ein Wissender. Wo ist Ciri? Versteckt. Die Nebelinsel. Aber sie ist nicht sicher. Die wilde Jagd. Die Nebelinsel. Wo liegt sie? Überall. Und nirgends. Hör zu, Wissender. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen. Rwain. Arwain. Silain.
Folge ihm in den Nebel. Beeile dich schnell. Da hatte ich recht mit dem Elfenmagier. Ich wollte sie beschützen. Aber der Fluch, die wilde Jagd, hat die Insel nicht gefunden. Bisher. Nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie sie verlässt, werden sie sie finden. Sofort. Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Avalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Das kann euch Yennefer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht, aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Ich weiß nicht. Wir werden schon sehen. Geralt, du willst schnell zu ihr, das verstehe ich ja, aber wir dürfen nichts überstürzen. Dir liegt was auf der Zunge, richtig? Komm schon, spuck's aus. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her. Und die wilde Jagd wird ihnen folgen. Sie denken, dass sie uns überraschen. Aber wir werden sie enttäuschen. Wollen wir gegen sie kämpfen? Wir fünf? In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl? Außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie. Gut. Ich hole Ciri und eure Verbündete an. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die mir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Keine anderen. Und? Was habt ihr vor? Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Na gut, Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und grüße Cirilla lieb von uns. Komm bald wieder zurück, Geralt. Okay. Ja, das kann ja witzig werden. Oh, Stufe 23, das ist sehr schön. Ich will gerade mal etwas nachgucken. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch einiges an Opfern, glaube ich, vor uns, hoffe ich. So, Charakter. Warum haben wir das hier noch nicht frei? Ich weiß es noch nicht. So. Jetzt will ich mal gucken. Machen wir das einmal. Hier müssen wir jetzt auch so langsam ein bisschen weitermachen. So, Nebelinsel. Aber vorher haben wir natürlich noch einige andere Sachen zu erledigen. Ja gut, und wir haben hier noch so an sich einiges an Waffenbrüdern. Dijkstra, Roche, Sultan. Monsterschlechter. So, ja, wie gesagt, ich würde mich jetzt erstmal so wieder auf einige Nebenquests und Nebensachen konzentrieren. Wobei ich das vielleicht nicht unbedingt jetzt machen würde.
Also nicht mehr heute wahrscheinlich. Ich werde noch einmal nach Novigrad reisen. Ganz hier machen. Kann ich noch mal mit euch überreden? Hattest du interessante Verträge in letzter Zeit? Schon eine Weile her. Vor einem halben Jahr habe ich einen Manticore in Kreden in einem Wald erschlagen. Ein schneller Scheißkerl war das. Sprang so schnell aus dem Unterholz, dass mein Medaillon nicht mal zucken konnte. Die Narbe zeige ich dir nicht, dafür bin ich schon zu alt. Bist du wenigstens gut bezahlt worden? Gar nicht. Ich habe dem Ältesten im nächsten Dorf den Kopf gezeigt, aber der schwor Stein und Beine, hätte noch nie von dem Monster gehört. Was ist mit dir? Außer dem Greif immer das Gleiche. Neckar, Ghule, Ertrunkene. Einen Manticore habe ich seit einem Jahr nicht gesehen, schätze ich. Bis dann. Gut. Ja? Noch was zu sagen? Was ist denn, Wolf? Okay. Nein, du nicht mehr. Bis später, Wesemir. Du? Geralt? Ich habe was gefunden, was dir gehören könnte. Ist der Schädel irgendein Accessoire? Wenn ja, hast du deinen Stil wohl etwas geändert. Das ist eine Waffe. Ich habe dich noch nie damit gesehen. Es ist, wie du sagst. Ich habe meinen Stil geändert. Jen, darf ich dich kurz sprechen? Warum? Um mich zu fragen, ob wir Freunde bleiben können, trotz allem? Nein, ich meine... Ach komm, Geralt. Ich kenne dich. Gut genug, um genau zu wissen, was zwischen dir und Triss läuft. Nun, ich kann nicht behaupten, ich wäre nicht versucht zu... intervenieren, aber ich glaube, ich werde es nicht tun. Wie findest du das? Eigentlich wolltest du dich mir ja erklären, doch statt mich über dein Gestammel totzulachen, hab ich dir deine Arbeit abgenommen. Sieht ganz so aus. Aber genug jetzt der Rührseligkeiten. Wir haben Arbeit vor uns, schon vergessen? Okay. Danke, Jen. Bis dann. So. Stimmt, hier hinten ist ja auch noch eine Tür. Ich weiß gar nicht, ob wir durch die durch können. Ich will mich noch mal ein bisschen umsehen. Also hier in der Festung an sich war ja jetzt nichts mehr. Aber mich würde doch schon gerne interessieren, wo irgendwie unsere anderen Kumpanjungs hier sind. Die wir ja eigentlich hierher geschickt hatten. Die ja dann eigentlich auch hier irgendwo jetzt sein müssen. Weil es ist ja jetzt nicht gerade so, dass das hier so unwichtige Sachen sind. Aber vielleicht trifft man sie auch einfach nie wieder. Wahrscheinlich sind sie einfach ausgewandert. Oder schon wieder abgehauen. Man weiß es ja nicht. Das ist der Weg, den wir auf jeden Fall mit Ciri damals genommen hatten. Da hier auch alles abgeschlossen ist soweit. Schätze ich mal, dass es hier sonst auch nichts anderes mehr gibt. Jetzt das, was wir hier so haben. Kann auch sein, dass sie hier einfach irgendwo anders rumlaufen. Aber wir werden einfach nochmal schnell eine Schnellreise machen.
Jetzt waren wir nach Novigrad. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalon, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ja. So. Und ich denke mal, am Freitag werden wir dann auf jeden Fall hier mit den Nebenquests weitermachen. Ich werde jetzt noch in Ruhe was essen. Wahrscheinlich noch ein paar Rennen für morgen. Damit morgen um 20 Uhr wieder ein Video kommt. Und dann speichere ich einmal hier. So. Speichern. Dann würde ich sagen, reicht das auch. Yeah.